Das Wort Krisen und Krisenbewältigung scheint eine ganz neue Dimension in unserem Leben und in unserem Land bekommen zu haben. Wobei das Wort Krise an sich nichts Neues ist. Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Lebenskrise überhaupt, das ist etwas, was wir schon lange kennen. Vielleicht bist du im Moment auch in einer Situation, wo du sagst, ich stecke persönlich in einer Krise. Vielleicht ist Krankheit und Schmerzen in dein Leben gekommen, das kann sich zu einer echten Lebenskrise auswirken. Vielleicht bist du im Moment ohne Job und auf der Suche nach einer neuen Perspektive, wie du in einen neuen Job hineinkommst. Das kann eine echte Lebenskrise werden. Vielleicht wartest du schon lange auf einen Lebenspartner, auf eine Lebenspartnerin und du siehst darin keine wirkliche Entwicklung und so langsam bemerkst du, dass das sich in dir zu einer Krise entwickelt. Es gibt so ein bisschen verschiedene Bedrängnisse, Wahrnehmungen, wie schlimm oder wie krass eine Krise in unserem Leben ist. Dennoch empfinden wir etwas, das mit diesem Ausdruck belegt werden kann. Wir befinden uns in einer Krise. Was tun wir, wenn so eine Krise kommt? Vielleicht kann man es in einem Bild am besten beschreiben, dass du das Empfinden hast, du sitzt in einem Boot, was in einen Sturm gekommen ist. Das ist auch eine Geschichte, die wir in der Bibel im Neuen Testament wiederfinden. Die Jünger sitzen mit Jesus im Boot und es zieht ein mächtiger Sturm auf und das Boot geht weit hoch und es stürzt hinab tief in ein Wellental. Und die Jünger fühlen sich echt in ihrem Leben heftig bedroht. Und Jesus kommt und ein Wort von ihm bringt diesen Sturm zum Schweigen. Diese Beschreibung dieser Geschichte mit dem Boot im Sturm, die finden wir bereits im Alten Testament, im Psalm 107. Und da wird uns auch sehr gut beschrieben, wie die Menschen es empfunden haben, in dieser Bedrängnis zu stecken. Da heißt es, und in ihrer Not schrien sie zum Herrn. Das kommt zweimal in diesem Psalm vor. Was tut Gott, wenn Menschen, die zu ihm gehören, zu ihm schreien? Die Antwort kommt gleich im nächsten Satz. Da heißt es, und der Herr half ihnen. Und der Herr heilte sie. Und ganz unten in dem Psalm 107 heißt es sogar, und sie freuten sich, als Stille kam und sie in den ersehnten Hafen zurückkamen. Gott möchte dir in deiner Krise eine neue Perspektive geben. Er möchte dir helfen. Er möchte diesen Sturm, in dem du dich befindest, den du als so lebensbedrohlich empfindest und erlebst, in diesem Sturm möchte er dir schenken, dass du erfährst, wie er hilft. Er möchte, dass du empfindest, dass er heilen will. Er möchte, dass du empfindest, dass du in den sicheren Hafen kommst. Deswegen ist es nötig und notwendig, dass du dich ganz an Gott hängst. Hier heißt es, und in ihrer Bedrängnis schrien sie zu Gott. Das heißt, sie hatten diese eine Möglichkeit, sich an Gott zu hängen, erfasst. Sie schrien in ihrer Bedrängnis zu Gott und er half ihnen. Er verwandelte den Sturm in Stille. Jesus kommt und will in deiner Krise, die dich so heftig bedrängt, den Sturm in Stille verwandeln, dass du in den ersehnten Hafen kommst. Vielleicht sieh die Lösung in dieser Lebenskrise, in der du dich befindest, etwas anders aus, als du es gedacht hast. Dennoch, die Stille, die Gott dir schenkt, die Stille, die Jesus in deinem Herzen erwirkt, wird einfach die Lösung deiner Krise sein. Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat mehr für dich.